Den schallern wir doch einfach weg. Die Ausgeburt. Ah. Ja, hallo. Träne, da hinten ist er. Holen wir. Oh Gott, der peitscht. Mit seinem komischen, bunten DNA-Stachelschwanz. Du bist doch so ein Hängerkopf. Du siehst so widerlich aus. Oh Gott. Ich habe ja gehofft, der hier geht noch durch. Warum hat er da Murmeln am Körper? Der letzte Gnade sicher nicht. Ja, dann werden wir nicht mehr happy hier. Tja, das ist ja jetzt belastend, ne? Ich will auf jeden Fall meine Gnade, meine Runen wieder haben. Ingi? Liegen die hier irgendwo? Diese Bäume auf der Mitte. Oh, wow! Warum tust du denn so weh? Auf die Entfernung vor allem. Ja, warte, wir sind noch oben. Ah, da vorne. Du bist ein ganz weirder Zeitgenosse. Ich komme da gar nicht richtig zu. Na, Genki Dama oder so. Das sind wie so Final Fantasy 10-Angriffe. Liegt das Zeug jetzt auf mich zu? Ah, nein. Aber ist schon cool. Das hätte ich mir einfach auf die Hände hauen oder so. Wow, die ganze Zeit so gut ausgewichen. Oh Gott, ich mach's aber. Stachelschwanz. Wo ist er jetzt hin? Ah, er ist weggeportet. Oh Gott, was macht er jetzt? Gerade am Besuch. Ich hab fast kein Leben mehr, das ist halt nicht so cool. Und die Träne ist auch halb dead. Er hat ja nicht den da jetzt erwischt, Mensch. Oh Gott. Wie hat er mich denn da jetzt erwischt? Ich glaube, ich muss. Achso, ich kann ja gar nicht. Ich wollte hier gegen Mana gegen Heal tauschen. Weil ich hier doch mehr Heal brauche. Ich komme da gar nicht richtig ran. Sein blödes Beißwerkzeug. Komm schon. Nein. Komm schon, Tränchen. Hau irgendwas raus. Mach was Cooles. Tränchen, wir waren so nah dran. Noch ist es nicht vorbei, komm schon. Nein. Noch. Nein. Was da war? Was ist das? Ach, schade. Das wäre so cool gewesen, wenn wir noch einen Millimeter gehabt hätten und dann Finish. Kriegen wir hin. Wir müssen uns nur die Heals aufheben. Vielleicht müssen wir einfach nur wirklich mehr draufhauen. Einfach mehr draufhauen. Und ihn gar nicht so. Ich glaube, wir müssen seinen Shot da abwarten, bevor wir Träne holen, oder? Oder holen wir doch die Träne? Machen die zwei Gorbus mehr Sinn? Ich weiß es nicht. Wow, also es ist ein Laser. Gut. Wir machen einfach jetzt noch keinen Heal.
Hey, der war unfair. Der hat gar nicht getroffen. Teilweise hier. Das ist so cool. Das erinnert mich voll an Baldur's Gate mit dem teleportierenden Raumschiff. Ja, schade. Das war jetzt eigentlich ein cooler Anfang, aber irgendwie hat es uns dann doch weggerafft. Warten wir mal. Weiß gar nicht, können wir theoretisch? Einfach spaßeshalber. Aber es ist halt eine Kalkrone eigentlich, ne, für ihn jetzt. Also bringt uns halt nicht so viel. Der hätte uns eigentlich treffen müssen. Ich habe vergessen, die Runen einzusammeln vor. Ne, ist ja egal, dann brauchen wir sie jetzt auch nicht. So viele waren sie eh nicht. Wow. Da war ich jetzt nachsichtig. Oh Gott, der macht immer noch was. Wie groß ist die Range von dem Skill? Also als Mensch war der einfacher, bin ich ehrlich. Aber ich stelle mich auch teilweise ein bisschen an jetzt gerade. Ist halt auch schon ein bisschen spät, ne? Was hat der mit Rani zu tun? Warum ist der jetzt hier ein Boss? Ausgeburt des Abgrunds. Das war zu früh. Unter ihm sein ist eigentlich gar nicht so clever, weil wenn er... Was macht er jetzt? Und er macht's nochmal. Oder muss man nur in der richtigen Sekunde weg? Weil das Tor dabei weg. Das ist ein Laser. Ich dachte, jetzt macht er hier wieder sein Portal alles rum. Einmal so gute Tries dabei, und was ist das jetzt hier? Die Musik ist wie so ein Märchen, was... Oh, falsches Klang. Die Musik ist wie so ein Märchen, was arg schief gelaufen ist. Kriegt aber auch kein... Oh Gott. Nein. Oh, oh. Kriegt ihn aber auch nicht gut zu fassen, muss ich sagen. Nein. Ich schon mit der... Nein, 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 direkt da. Hm.
Der ist gar nicht weggeportet. Der hat uns reingelegt. What the fuck? I fucking one-hitted. Ja, der ist sehr dramatisch. So fühle ich mich auch. Einfach ausgespuckt. Der hat uns einfach geeisenbeißt. Einfach weggemacht. Was haben wir denn für eine Rune drin? Shit, die können wir jetzt nicht ändern, gell? Wo sehen wir die eigentlich? Wir können ja hier gucken, welche Rune das ist, ne? Rodricks. Einfach alles hoch. Hm. Aber alles andere wäre jetzt. Können wir die einfach? Ne, können wir nicht. Ui. Ui. Tja, was machen wir jetzt? Haben wir zufällig dieses Fansfleisch? Nee. Dass das Schaden hoch macht, haben wir leider nicht. Sowas bringt uns ja auch nichts, ne? Einfach stupide Zeug drauf werfen. Schade. Was haben wir denn? War der verdient? Vielleicht. Oh, dann mach's nochmal. Wow, das bringt ja voll viel. Wowie. Das macht auch Schaden, ja. Ja. Mensch, Tränchen, da weiß man doch, dass man ausweichen muss. Ach nö. Da ist er wieder. Ja, genau, mach das. Ich mach auf da. Mist. Ich dachte, wir sind weit genug weg. Wirklich sein, das so arg geschenkt. Das ist nicht so schön. Wir benutzen jetzt unser Mana. Wir haben es ja sonst eh. Was sollen wir sonst damit machen? Das Grab nehmen? Jetzt portet er das weg. Keine Gnade, auch da. Tja. Echo der Ausgeburt. .000 hatten wir, glaube ich, schon mal mehr, oder? Hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Dann geht's hier raus, I guess. Da ist eine Gnade. Sie ist genau 5 Kilometer Entfernung, sehe ich. Gnade. Und jetzt hier so Abgrund. Der Mobbing. Es wäre schon cool, wenn man seine Runen wieder kriegen könnte. Wenn, sagen wir mal, alles ist vorbei und die Runen, die man hier so, ne,
im Raum wären, könnte man wieder einsammeln dann nach dem Kampf. Aber leider, leider. Leider, leider. Ja, was bist du denn für ein Siegel? Vor allem, warum ist hier ein Siegel? Wir haben gewonnen. Ohne einen Eitring kommt ihr nicht weiter. Woher kriege ich denn jetzt einen Eitring? Fanny! Danny, komm mal gucken, wie geht's weiter? Gehen wir mal zu Rannys Turm, vielleicht können wir da irgendwie... Vielleicht finden wir was in ihren Sachen. Anni. Bist du zufällig wieder daheim? Ich meine, du bist so verschwunden. War hier schon immer hier oben eine Gnade? Nee. Schade, das wäre es jetzt gewesen, wenn man jetzt mit Rani hätte sprechen können. Willst du das immer hier so? Also normalerweise kenne ich das so. Wie heißt der Typ? Iggy? Auf jeden Fall der große Riesentyp. Wer tatsächlich bleibt weg. Weil er weiß, was dann kommt. Das ist alles beim Alten quasi, oder? Und man kann dann entscheiden, ob man ihn auch rausholt oder nicht. Wobei ich halt nicht weiß, was genau... Hat den vielleicht weggesperrt? Das wäre ja witzig. Wo ist denn der nochmal gewesen? Karianisches Kramskrems. Da müsste er gewesen sein, oder? Aber ja, und jetzt? Wir haben keinen Eidring. Ah, da bist du ja. Ich dachte schon, du bist weg. Oh, there you are. Have you heard? Along the dark path of the Imperium, it ja. Would not have been as Lady Rani's war counselor, you and only you. My purpose is near. I've served Lady Rani for as it has been a long. Now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve her well. Kannst du mir zufällig sagen, wo sie hin ist? Muss ich vielleicht wieder zurück, da wo wir waren? Was? Wie hat man denn nochmal umgeschaltet? Also. Hat seinen eigenen kleinen Bereich, Mensch. Dani, bist du hier irgendwo? Dani, komm ran hier.
ja jetzt belastend, Rani. Da hinten war ja aber auch nichts. Oder kann man jetzt hier wieder hep? Kann man nicht. Sehr jetzt belastend. Wir sind so weit gekommen. Nur um dann doch zu scheitern. Das kann nicht sein. Haben wir denn noch irgendwas bekommen von dem? Jetzt mal. Für die Schatztruhe der Prinzessin von Caria. Schlüssel für die Schatzbuch. Ist aber nicht die bei Renala, oder? Hat ja keinen Sinn, oder? Oder ist da? Oh, doch. Ja! Wollen wir den anziehen oder so? Vermutlich nicht. Schlüsselobjekte. Seit ich mir das gemerkt habe, ist so viel einfacher zu finden, ist der Wahnsinn. Der Ring des kalten Eis von Mondprinzessin Rani. Ein Ring mit einer Blei. Ich bin so dumm, ich habe mir so gedacht, was hat denn Renala mit Rani zu tun? Aber Renala ist ja quasi ihre Mom. Ein Ring mit einer bleiernen Vollmondperle. Der Ring, den Mondprinzessin Rani ihrem Gemahl geben soll, ist das Symbol eines eiskalten Eids. Da Rani eine himmlische ist, erhielte ihrem Gemahl das Anrecht auf den Fürstentitel. In den Ring ist eine Warnung eingraviert. Wer auch immer ihr seid, entfernt den Ring niemals von diesem Ort. Denn die Einsamkeit der Nacht gehört nur mir allein. Schade, dass man sich die Items nicht ein bisschen genauer angucken kann. Also halt so ranzoomen und, ne? Kann man eigentlich mit dir jetzt auch reden? Is it thy wish? Nein, Mann, ich wollte mit dir reden. Okay, cool. Dann. Geht's wieder runter. Ba-da-ba-ba-ba. Hey, warte. Jetzt ist frei. Wir müssen nicht mal Siegel brechen. Ist einfach weg. Nice. Okay. Scotty. Miau, Scotty. Ich fühle mich wieder so im Papschi-Modus. Bin doch schon wieder bereit zum Entölen. Oh Gott, das klingt alles ungesund. Oh, die Tür geht einfach alleine auf, Mensch. Klingt trotzdem sehr ungesund. Mondlichtaltar. Wo sind wir jetzt hier? Ah, da unten links. Können wir hier reiten? Oh ja. Oh nö, und diesmal haben wir gar keine Trainer. Warte, war hier irgendwo eine. Ist hier irgendwo eine. Hier eine Gnade. Warte, was?
Sind es einfach mehrere? Warum? Warum ist ein Häuschen? Kommen wir da hin, ohne dass uns jemand erzieht? Gnade. Und hier kann man Dings suchen. Okay. Halt, warte, konnte ich da... Ne, kann ich nicht. Ich wüsste so gern, wo dieses blöde Albenorak-Dorf ist. Ich habe das bis jetzt nicht wiedergefunden. Was ist hier eigentlich für ein Weg? Wir holen mal Safety First. Warum sind hier eigentlich so viele dran? Ruinen des Mondvolks. Oh ja, toll. Es fallen an, als Module zu können. Ist hier irgendwas Cooles, oder? Wow, Magie fett. Okay. Ach, hier sind aber zusätzlich noch Fallen. Okay. Och nö. Okay. Aua. Der hat ein Schwert. Wer es gesehen hat, ein eisiges Schwert. Aua, ich bin doch gerollt. Hat er nicht gemerkt, ne, dass ich gerollt bin. Ich habe mir einfach geboxt. Schimmerstein war eine Art über. Mal versuchen. Wo ist denn deine Schwachstelle? Ich komme da nicht mit meinem Video vorbei, ist mir leid. Sonst hätte ich da gerne zu tun. Der hat einfach mal sehr viel mehr gekriegt. Oh, also das Mondklinge. Der hat einfach mal sehr viel mehr gebracht als der Einzeltyp. Hey, Währung für. Das Kaufen von dem Kram von dem Präsekutor-Typ. Der Luvis. Sind hier so viele Sterne untergekommen? Oder was bedeutet das?
Krass, Mann. Da können wir ja FP wiederherstellen ohne Ende. Witzig, wie ich jetzt erst auf die Idee kam, zu gucken, ob die Aufnahme läuft. Wenn auch irgendwas Cooles. Eine coole Räumlichkeit. Hat hier Rani mal gewohnt, oder? Fällt man ja in seinen Tod, oder wie läuft das hier? Passt so aus, ne? Da sind Leute runtergekommen. Ich glaube, wir müssen dahin. Seltsamer Weg. Aber hier sind auch Leute gestorben.